Wir sind immer noch in der Welt mit Unsicherheit, das heißt, wir haben immer noch keine Informationen über Wahrscheinlichkeiten. In der nächsten Regel heißt Savage Nihans oder auch Minimum Regret Regel. In Worten sagt diese Regel, wähle die Aktion, die am wenigsten bereut wird. Okay? Und wie man das eben konkret ausrechnet, das schauen wir uns jetzt an, wie man da vorgeht. Das Vorgehen ist so, sieht kompliziert aus, aber wenn Sie es einmal verstanden haben, ist es ganz easy. Erster Schritt, pro Zustand ermitteln wir den höchsten Wert. Also für jeden Zustand, also für jede Spalte, überlegen wir uns, was ist da die beste Aktion? Ja, was ist das Beste, was mit einem Zustand passieren kann? Also jetzt für Z1 wollen wir uns angucken, diese drei Werte und von denen eben den besten aussuchen. Da sehen wir 20, 0, 10, 20 ist das Beste. 20 halten wir mal hier oben fest. Für die nächste Spalte überlegen wir uns auch, was ist in dieser Spalte das Beste. Sehen wir, das haben wir zur Auswahl 30, 30, 10. Das Beste ist 30. In der nächsten Spalte, Z3, überlegen wir uns, was ist da das Beste, was uns passieren kann. Haben wir zur Auswahl 40, 90 und 130. Das Beste ist 130. Okay? Das ist der erste Schritt bei der Savage-Nihans-Regel. Und dann, der zweite Schritt lautet, für jeden Nutzenwert bilden wir die Differenz zu diesem höchsten Wert. Also das, was uns entgeht, wenn wir uns für was anderes entscheiden. Also, hier bei Aktion 1, Zustand 1, sehen wir, da haben wir einen Wert von 20 und die Differenz zu dem Besten, was uns in dieser Spalte passieren kann, ist 0. Weil wir haben ja dann 20 minus 20. Okay? Ich schreibe es mal ganz klein hin. 0. Beim nächsten haben wir eine Differenz von 20. Da haben wir eben 0. Muss ich kurz überlegen, nimm mal den Betrag. Nee, ich mach's andersrum. Weil es entgeht uns ja was. Beim nächsten rechnen wir eben das Maximum minus die 10, die da stehen, haben wir eine Differenz von 10. Okay? Das gleiche machen wir jetzt für alles andere. Also hier machen wir dann 30 minus 30 ist 0. 30 minus 30 ist 0. Und hier 30 minus 10 ist 20. Für die letzte Spalte machen wir das nochmal. Das Maximum in der Spalte minus den echten Wert sind minus 40 ist 90. 130 minus 90 ist 40. Und 130 minus 130 ist 0. Okay? Das heißt, wir haben uns für jede Kombination von Aktion und Zustand überlegt, was entgeht uns, wenn ich mich wenn wir uns in diesem Umweltzustand für eine bestimmte Aktion entscheiden? Okay? Nochmal, sagen wir, wir wären in Umweltzustand 1, Regen, und wir haben uns für Aktion 1 entschieden. Da hätten wir quasi null Regret, also wir würden nichts bereuen, weil in diesem Zustand hätten wir auch nichts besser machen können. Okay. Und das ist der Maßstab, nach dem wir gehen gleich. Okay. Ich weiß nicht, warum der Radierer nicht funktioniert. Okay, das ist der zweite Schritt. Im dritten Schritt, pro Aktion, also pro Zeile, ist jetzt die höchste Differenz die Beurteilungsgröße. Okay? Pro Zeile, also für Aktion 1, schauen wir mal, da haben wir 0, 0
und 90. Der höchste Wert davon ist 90. Das ist unsere Beurteilungsgröße. Für die nächste Aktion, Aktion 2, haben wir 20, 0 und 40. Das größte davon ist 40. Und für Aktion 3, der höchste Wert in der Zeile ist 10, 20, 0, ist dann eben 20. Okay, das ist dann pro Aktion. Was entgeht mir im schlimmsten Fall, wenn ich mich für diese Aktion entscheide? Okay. Und der letzte Schritt ist eben, dass wir dann innerhalb dieser Beurteilungsgrößen die kleinste auswählen. Weil wir wollen ja, dass wir am wenigsten, dass wir so wenig wie möglich bereuen am Ende. Und dann das kleinste wäre eben hier die 20. Das heißt, Aktion 3 wäre optimal nach der Savaschen Nihans-Regel. Also diese Schritte, ja, also müssen Sie einfach ganz mechanisch durchgehen. Für jede Spalte den höchsten Wert identifizieren. Für jeden Wert in der Tabelle dann die Differenz zu dem Maximum ausrechnen. Pro Zeile das Größte sich aussuchen, also das, was mir, was mir maximal entgehen kann, wenn ich mich für diese Aktion entscheiden kann. Und dann von diesen Beurteilungsgrößen eben die kleinste auswählen, weil ich ja am wenigsten, so wenig wie möglich bereuen will.